dass ja, wir voll auf jeden Fall, ich freue mich, hier sein zu dürfen in Zürich. Das mal ist wieder. Ja, schön. Ja, du kannst noch mal das Mikrofon schön. Ist okay. Mach mal, komm, ich helfe dir mal. So ist gut, ich helfe dir mal. Ich habe jetzt eine Zusatzausbildung als Tontechniker abgeschlossen. Stimmt zwar nicht, aber. Fabio, was meinst du, ist das plus, minus okay? Ist okay. Ja? Ah, er findet es nicht so cool. Darf ich probiere das doch einmal ein bisschen rüber zu tun. Das nächste Mal müssen wir hier noch einen super Experten anstellen. Fabio, bitte sag mal, dass das passt. Fabio, check, bitte, check, 1, 2. Kamera mal, Fabio. Komm, ist gut? Ja. Okay, okay. Ist gut. Du darfst nicht alles kaputt machen. Das ist schon drunter gekommen. Das Mikrofon, das müssen wir auch ersetzen. Das könnte man sogar ins Wasser werfen jetzt, ne? Diese GoPro, ja, vielleicht? Ja, die wäre nämlich wasserdicht. Mach das bitte nicht. Nee. Okay? Nee. Hier drüben, die Fische und so, vielleicht kriegen die so einen Elektroschock. Drin? Ja. Hast du nicht gesehen? Nee. Das sind voll die schönen Fische. Willst du mal kurz gucken? Ja, auf jeden Fall. Komm, wir gehen kurz rüber. Das sind wirklich voll die coolen Fische. So wirklich wie so ein Film oder so. Siehst du den fetten Orangen hier? Und der blubbert dann auch so. Guck mal hier, links. Den Orangen. Guck den hier. Der ist krass. Das ist ein Koi-Karpfen, oder? Ob das ein richtiger Koi ist, weiß ich nicht. Und der sieht ziemlich außerirdisch aus, irgendwie so. Bist du ein Fischfan? Nee. Also ich esse euch gerne. Ich glaube, die haben schon Angst, dass ja, du. Guck mal, die kommen voll nah und die sind wirklich schön. Ja, ja, ja. Meinst du, die kann man streicheln? Oder oh, mach's nicht. Ich weiß nicht, vielleicht haben die das nicht so gern vom Hotel. Ich weiß nicht. Nee. Gut, Fischexkursion okay. Gemacht. Was ist das? Du bist ja eigentlich voll jung. Warst du schon im Kindesalter so auf Kunst aus? Ja, schon. Immer, war immer in der Schule schon BK, das Lieblingsfach, das bildende Kunst. BK, sagt ihr? Ja. Bei uns heißt das bildnerisches Gestalten. BG. Das war, BG war, glaube ich, eher Biologie sogar. Mhm. Oh, guck mal, der Tee kommt, voll geil. Die Küche ist leider erst ab 17 Uhr offen. Nee, wir kriegen keine Antipasti-Platte. Nein, tut mir leid. Ja gut, aber immerhin Tee. Immerhin Tee. Ja, super, danke vielmals. Wie lange muss der noch ziehen? Also ich habe vorhin meinen gerade getrunken, aber so ein paar Minuten vielleicht, dann ist er noch besser. Okay, man muss ziehen lassen, dass es zieht. Ja, das stimmt, das stimmt. Trinkst du oft Tee? Nee. Gar nicht? Nee, eigentlich Kaffee? Nicht. Kaffee? Was bist ja, du für Kaffee, ständig Kaffee. Und manchmal Tee, wenn ich merke, ich bekomme eine nasse Nase. Mhm. Wenn man krank wird. Aber genau, mit deinem Ingwerzeug und so. Hast du mir mal erzählt, ja, ja, du bist voll der Naturheilmittel. Der Quatsch überhaupt nicht. Na komm schon, hast du erzählt. Nee. Du hast gesagt, du bist ein schlechtes Vorbild, du gehst nicht zum Doktor und so weiter. Ja, das stimmt. Ich nehme keine Medikamente. Aber so. Das ist eigentlich ein gutes Vorbild. Das ist gut, ja. Weil die meisten Sachen, die man nimmt, sind eigentlich voll nicht so. Nee, man weiß gesund. Ja auch nicht, ja, wie lange und wie. Und oft ist ja so, es gibt schon ein neueres, besseres Medikament, aber die Pharma hat halt so viel produziert von dem alten, dass sie erstmal das verkaufen müssen. Dabei gibt es aber schon was viel Besseres ohne Aluminium oder was auch immer. Genau. Und die müssen aber das alte noch verkaufen, weil sonst würde. Wenn sie Verluste machen, dann wird es die Pharma nicht mehr geben. Schon alles verständlich, aber irgendwie ist es auch alles so, boah, fickt euch. Du hast es durchblickt. Hast es durchblickt. Ja, ja. Es gibt auch böse Menschen auf dem Planeten. Ja, das ist echt so. Wie war das für dich druckmäßig? Das zweite Album ist immer so ein riesen Motherfucker, so was den Druck anbelangt. Ja. War es bei dir auch so? Das ist sehr gut erkannt. Das ist ein riesen Motherfucker. Nee, es war okay. Ich habe mich halt irgendwie am Anfang ein bisschen verrückt gemacht, ein, zwei Tage, dann hat mich reingesetzt und dann entstanden aber ganz schnell wieder coole Tracks, sodass ich dachte, funktioniert bei noch. Bei dir fließt es irgendwie so. Funktioniert noch, wenn man manchmal durch Zufall kommt, doch noch irgendwie was raus. Ach komm, also Zufall ist dann auch wieder nicht so. Man muss schon ein bisschen Crow sein, dass man den Zufall auch zwingen kann, oder? Ja, man muss schon ein bisschen Talent und ein bisschen Glück und ein bisschen Fleiß dahinter sein vor allem. Es kommt ja nicht so, sondern ich sitze ja wirklich da tagelang. Ja, fleißig bist du. Ist ja auch dumm, weißt du, mit Moderieren, so sitzt du auch da und übst vor einer Show Texte. Texte üben vor der Show? Ja. Sowas gibt es bei mir halt dann auch. So. Ja. Wenn man das nicht macht, dann ist man einfach ein scheiß Moderator.